Oh Mann, oh Mann. Also Mutter, weißt du, wie du im Sommer Skifahren gegangen bist? Nein, ganz so ist es. Aber der Skiclub war da und hat uns zur Maske-Challenge nominiert. Oh Mann. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, was wir tun. Mein Ema-Chef funktioniert nicht. Ja, dann gehen wir halt zum Airbagen auf. Aber davor muss ich auch schon den Brunnen nehmen. Wieso? Hat der Freund, der dort den Rasen mehr. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm schon helfen könnte. Du, du warte, noch gehe ich gerade mit. Noch geht mir den vielleicht noch vor, oder vielleicht hätte er noch eine andere Idee. Ah ja. Jetzt gang ich ans Brünnele, trink aber nicht. Jetzt gang ich ans Brünnele, trink aber nicht. Hallo, bist du bei uns? Ja, jetzt weißt du wieder. Das ist richtig. Sag doch mal, ich habe eine Wegzehrung mit dir. Du denkst das Richtige, danke. Fabian hat euch auch helfen wollen. Aber wir haben jetzt eine ganz andere Mission. Wir sind nominiert worden zur Maske-Challenge vom Skiclub. Ah, was? Jetzt, ich kann gar nicht näher oder mein Emma-Sche ist hier. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Hast du eine Idee? Ha. Warum muss ich gerade da mal auf den Nähberg auf? Das ist eine Möglichkeit. Haben wir ja auch schon gedacht. Ja, also, ja, dann gehen wir das. Dann gehen wir das. Hey, dann laufen wir da den Kreisfelsen weg. Dann kann ich gleich noch meine Schüttel gucken, weil da habe ich sie schon angekriegt. Wenn wir erklimmen, schwindelnde Höhen steigen, wenn die Völkreuz zu, ja zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmer in Ruhe. Ja, 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 herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir, ja, wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind wir. Hi, hallo, was denkt ihr da? Hallo, wir genießen die tolle Aussicht hier oben, die so Köpfle, kann man doch bei schönem Wetter die Allgäuer Alpen sehen. Und dass man es bei Schlechtwetter aussieht, haben wir vom Alphae doch die Tafel dran aufgestellt. Da sieht man es richtig gut, das ist echt super. Das stimmt, da sieht man, hat man eine gute Sicht, aber halt tatsächlich auch nur in echt. Mhm. Ja, und was denkt ihr da? Wir haben nach der Tafel von Fabian geguckt, auf dem Werk, auf dem Alphareiswerk. Und noch gucken wir mal, wir sind noch nominiert worden vom Skiclub zur Maske-Challenge. Ach, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich tun soll, weil mein Nähmasche ist hier, ich kann gar nicht näher. Ja, das ist jetzt aber blöd. Also da fällt mir jetzt auch bloß ein, da kannst du jetzt einfach mal zum Nähwald. Das machen wir, das haben wir jetzt schon dreimal gehabt, dann machen wir das genau, jetzt. So. Genau. Also tschüss. 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 Hey, hallo! Also, ist Thomas! Hallo! Hey, ja, wir müssen ein bisschen zur Natur unter die Arme greifen, dass die Orchideen da nicht besser wachsen können. Sonst hätte ich keine Chance gegen das Gras. So, schauen wir, die Frühlingsenzian sind ja da und ein paar Knabengräuter habe ich auch schon gesehen. Oh, jetzt. Gott sei Dank mal noch sitzen. Ja, ja. Aber ich habe jetzt echt genug. Ja. Dann schau ganz viel, weil von der ganzen Lauferei kommt. Und eben noch keine Maske. Ah, nein. Aber wenigstens sind wir noch eine Weile da. Also. Auf den Nähberg. Ja, auf den Nähberg, sowohl. Sowohl. Jetzt hat der Nähberg die Masken genäht. Da nehme ich mal eine mit zum Testen.
Das ist ja prima. So, wir möchten jetzt unsere Maske präsentieren, die der Neuberg freundlicherweise für uns gemacht hat. Einmal unsere Winterschutzmaske, geeignet zum Winterwandern und zum Schneeschuhlaufen. Hier unsere Alltagsmaske, gleich mit Hörschutz und Warmstreifen. Und hier eine Alltagsmaske mit kleinem Schutz, variierbar für jeden Rind. So, dann möchten wir uns ganz herzlich beim Bürgermeister Licht für die Idee der Maske-Challenge bedanken und beim Skiclub Burladingen für die Nominierung. Ich packe jetzt die Sache für den nächsten Verein ein. Das ist einmal eine Medaille von der Ortsgruppe Burladingen, ein Däfele für unseren Wanderweg, eine Wanderkarte, unsere Vereinsfarbe, ein einzelner Wanderstrumpf, ein Käpple und ein Poloshirt. Und dass es dem nominierten Verein Liedergrenz Burladingen, mit dem wir viele Jahre zusammen unsere Fasnacht gefeiert haben, auch nicht langweilig wird, dann noch ein Gin. Nochmal für alle. Wir nominieren den Liedergrenz Burladingen als nächsten Verein. Vielen Dank und viel Spaß! Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigen im Gipfelkreuz zu, ja zu. In unseren Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nimmermehr in Ruhe. Also die Maske ist zum Wandern nicht zu gebrauchen. Sie bremst die Luft zu sehr beim Schnaufen. Und ist ringsum keiner zu sichten, kann ich Gott sei Dank auf die Maske verzichten. Da springt aus dem Gebüsch hervor ein Fremder plötzlich. Ist sie vielleicht gar lebenswichtig, auch unten in der Stadt, wo es viele Virenträger hat. Kommt so ein Virus auf mich zugeflogen, dann prallt er ab und liegt er tot am Boden. Wenn du mich fragst, wie kann das sein? Das klappt mit der Maske vom Alpverein.